Ja, Herr Gadanka, Sie sind Fachverbandsobmann der Sparte Reisen und Reisebüros. Was erwarten Sie sich vom heutigen Öffnungsgipfel? Was sind hier die Ansätze, was die Konzepte und wie könnte ein allfälliges Ergebnis für die Reisebranche aussehen? Ja, also für die Reisebüros sind natürlich vor allem zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Das eine sind die Grenzöffnungen. Egal, ob wir jetzt über Österreicher sprechen, die gern wieder ans Meer in den Urlaub fahren wollen, was sie sehr gerne machen wollen, als auch über Gäste, die wieder zu uns kommen. Und das ist ja auch bedeutsam für die anderen Branchen, die wir heute hier haben. 70% der österreichischen Hotelgäste kommen aus dem Ausland in normalen Zeiten. Das heißt, man darf die nicht vernachlässigen. Und mit den derzeit mehr oder weniger geschlossenen Grenzen, beziehungsweise vor allem mit den Quarantäneregelungen, ist diese Besucherströme und Reiseströme faktisch zum Erliegen gekommen und das jetzt seit fast einem Jahr. Und hier ist es ganz dringend notwendig und eine der wichtigsten Forderungen, eine Perspektive zu geben, wann die jetzigen Grenzvorschriften, vor allem die Quarantänevorschriften, aufgehoben, abgelöst werden durch neue Konzepte wie Testen oder Impfung. Der Bundeskanzler hat das bereits in Aussicht gestellt, dass es hier einen grünen Pass geben soll, der eben den Impfstatus bzw. den Teststatus nachweisen hilft, am besten in digitaler Form, und der dann für einen Zutritt, aber auch für einen Grenzübertritt ein wichtiges Dokument sein wird. Und das brauchen wir so bald wie möglich. Wie schätzen Sie hier allfällige Bedenken, auch Grund- und Freiheitsrechte ein? Es ist durchaus ein ambitioniertes Konzept. Wie weit lässt sich das umsetzen und wie könnte auch so eine neue Realität dann aussehen? Naja, grundsätzlich ist ja immer die Frage, wenn man jetzt über Freiheit spricht, ich habe die Wahl, einen Lockdown zu haben. Ich habe die Wahl, den Lockdown aufzuheben und intensiv zu testen. Und irgendwann einmal muss man sich ja auch die Frage stellen, sollen wir unsere Ressourcen dafür aufwenden, Menschen zu testen, die bereits geimpft wurden? Ja, also es geht ja nicht um eine Impfpflicht, sondern es geht ja darum zu sagen, erspare ich mir bei jemandem, der geimpft ist, den alle zwei Tage zu testen, damit er ins Restaurant oder ins Hotel oder ins Kino gehen kann. Und ich glaube, diese Diskussion muss man führen und ich sehe das eher als eine Wiederherstellung der Freiheit, weil wenn alle zu Hause bleiben müssen, dann ist mit Freiheit nicht viel her. Ein wesentlicher Geschäftszweig der Reisebranche wird wahrscheinlich nicht nur der Tourismus sein, sondern auch das berufliche Verreisen. Auch hier gibt es ein entsprechendes Bewegungsbedürfnis. Hier würde sich natürlich dann auch ein entsprechender Impfpass einhängen. Das heißt, hier würden vielleicht gewisse Berufsfelder bei einem Nichtimpfen verunmöglicht. Ja, also wie gesagt, wir sagen immer testen und Geimpfte muss man wahrscheinlich dann nicht mehr testen. Also ich glaube, das wird die Regel sein, die wir in den nächsten Monaten sehen. Und ja, Geschäftstourismus, aber auch Veranstaltungstourismus, ganz wesentliche Dinge. Und das sind ja auch Dinge, wo uns die Exportunternehmen sagen, wir müssen wieder reisen, wir müssen wieder zu unseren Kunden kommen, sonst verlieren wir ja auch Marktanteile auf unseren Märkten. Wir sind auch mit unseren eigenen Mitarbeitern, die im Ausland sind, seit Monaten nicht mehr persönlich zusammengetroffen. Das schadet dann nicht nur dem Tourismus, sondern das schadet der Volkswirtschaft insgesamt und allen Branchen, weil man seine Kunden nicht mehr in der Weise betreuen kann, wie man es getan hat, und weil man seine Mitarbeiter nicht mehr so zusammenhalten kann, wie es eigentlich notwendig wäre. Und daher Geschäftstourismus, dass Firmen, dass Mitarbeiter wieder reisen dürfen, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und auch was Veranstaltungen betrifft, hier ist der Planungshorizont noch länger. Das heißt, hier ist es wichtig, jetzt schon in den Herbst und in den Winter zu schauen und vielleicht schon ins Jahr 2022. Und wenn wir hier nicht vorausplanen, dann zieht sich die Krise weit darüber, die wirtschaftliche Krise weit über die Covid-Krise möglicherweise hinaus. Könnte das bedeuten, dass der grüne Pass nach dem Vorbild Israels damit auch für Österreich, für Europa alternativlos ist? Ich glaube, es ist alternativlos, kann man nicht sagen, aber ich glaube, es ist stellt eine Vereinfachung dar, weil ich kann natürlich meinen Teststatus, so wie es jetzt vielleicht ist, auch mit einem Zettel nachweisen. Den muss ich mit mir herumtragen, das ist vielleicht etwas komplizierter, wenn ich dann noch über verschiedene Länder denke, der hat vielleicht zu Hause seinen Test gemacht und dann muss der Zettel hier interpretiert werden, ob der Status in Ordnung ist. Das macht die Sache einfach nur komplizierter.